Oh yeah, meine Freunde, herzlich willkommen zurück zu BioShock Infinite. So, ich musste hier eben gerade nochmal gegen die Mutti kämpfen, da ich eine Aufnahmepause hatte. Und ich habe gegen die Mutti gekämpft, das ging sogar sehr gut und sehr schnell sogar. Und ja, wir hatten ja hier im letzten Part aufgehört. Ich würde sagen, wir machen jetzt hier mal weiter. Ich glaube, die Loot-Spots sind wieder am Start. Ich muss gerade mal Achtung. 1600 dpi. Ja, gerade mal die meine Mausgeschwindigkeit ein bisschen runterstellen. Ich glaube, das habt ihr, hört ihr sogar in der Aufnahme, ne? Naja, egal. Genau, wir müssen den letzten Riss finden und genau dahin werden wir uns jetzt begeben. Warst du, als wir hier reingefahren sind, auch schon da? Du auch? Na gut, Knopf drücken. Ja, wir wollen die Comstock Bank oder wie sie heißt, verlassen. Und fahren wieder runter. Ich nehme an, wir fahren runter. Oder hoch. Keine Ahnung. Hauptsache, wir verlassen die Bank. So, kurze Frame-Einbrüche. Gehen wir noch überall ein paar Leichen rum. Ach, hier sind wir, genau. Alles nur Salze, die wir nicht gebrauchen können. Und Munition, die wir nicht gebrauchen können. Na, dann nehmen wir mal hier wieder den hier. Das sind nur die Fußspuren von der Mutti, ne? Wir müssten ja jetzt rein theoretisch hier hinter. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ich glaube schon. Wir sind ja von hier runtergekommen, da. Ne, von da hinten kamen wir raus. Da hatten wir den ersten Rest gefunden. Hier war dann der zweite. Und dann müsste es ja rein theoretisch hier zum dritten gehen. Dann schaue ich aber gerade mal bei den Verkaufsautomaten. Wer hatte Munition noch von euch? Du? Hoppsa. Ne, du hattest die Upgrades. Hattest du die Munition? Nein. Okay. Dann muss er ja die Munition haben. Denn ich würde gerne Munition für meine Magnum kaufen. So, da ist die Magnum wieder voll. Sehr schön. Und jetzt bin ich verwirrt und weiß nicht mehr, wo es lang ging. What the fuck? Ging es hier ganz vorne dann weiter? Ah ja. Nichts zum Plündern für uns. Gut, wir müssen quasi jetzt... Achso, die Fußspuren. Ich hatte schon... Boah, mich kurz erschrocken und wollte schon irgendwo auf den Geist schießen. Aber die Fußspuren der Mutti weisen uns den Weg zum nächsten Riss. Ich nehme mal wieder an, dass hier jetzt wieder Gegner sein werden. Und ich weiß nicht, warum ich jetzt ab und zu mal so Mikro-Lags habe. Na, offensichtlich gibt sich das wieder. Eine Deckung und ein Haken. Okay. Ja, da oben... Oh, hab's da. Eine Deckung ist. Nur die Ruhe. Alles dann müssten wir da doch irgendwie hochkommen, oder nicht? Hm. Vielleicht doch nicht. Achso, wir könnten dann den Haken und dann wären wir da oben. Ach, das ist ja noch ein Haken. Warum sagt ihr denn nichts? Den habe ich ja gar nicht gesehen. Kommen wir da dran? Ja, ich will mal schauen, was auf hier oben sonst noch was ist. Ne, hier oben ist sonst nichts. Hätten wir wahrscheinlich alles nutzen können, um gegen die Sniper zu kämpfen, die ja hier mal waren. Aber die haben wir ja schon abgeschossen. Kommen wir hier hinten irgendwie lang? Ne. Leider nicht. Das ist ganz schön hoch. Wenn ich jetzt hier einfach nur so runterspringe... glaube ich, werde ich zu viel Schaden nehmen oder so. Deswegen springen wir mal so runter. So, wo ist Lizzie? Ah, da ist sie ja. Okay, hier sind Fußspuren. Was ist das? Hm, keine Ahnung. So, wo geht's denn lang da hoch? Wo mag der letzte Riss sich befinden? Stimmen gehört, da oben. Bam. Oh ne, nicht so ein Typ. Ich treffe ihn aktuell nicht. So, erstmal die Tussi da wegschießen. Was haben wir denn da?
Ein Frachthaken. Ruhig mal ein Moskito sein können. Ja, ja, komm. Du bist mal ruhig, ja? Wo ist er denn? Oh, den treffe ich doch so gar nicht. Ah, ich mag die Typen nicht, ne? Halt deine Fresse. So, das Schild ist schon wieder voll. Da unten, jetzt ist er unten. Jetzt hat er verloren. So, wir haben ihn halt da oben noch nicht getroffen. Oh, Lizzie, hast du mich... Noch einer? Platz. Sehr schön. So, ein bisschen Salze auffrischen. Ein paar Silver Eagles. Eine Deckung? Nee. Eine Deckung will ich jetzt aktuell nicht. What? Wo hat denn der Pfeil jetzt angezeigt? Hier hinter? Ich hab lang keine Fußspuren mehr von Mutti gesehen. Oder müssen wir irgendwie hier rüber? Ja, aber jetzt bin ich schon wieder hier. Ach, hier drin. Waren wir schon mal in dem Laden? Cunningham. Ein Fotogeschäft. Na ja, gut. Da macht er doch gerade mal auf, bitte. Oh je. Der letzte Riss. Wird dann der finale Kampf gegen Mutti starten? Ach, der Riss ist direkt da. Wir schauen uns erstmal ein wenig um. Machen wir ein bisschen Musik an. Oder? Kommt Musik? Nein. Scheinbar nicht. Ein Foto vom Eiffelturm, Paris. Da möchte Lizzie ja hin. Riss öffnen? Nee, ich schaue mich hier erstmal weiter um. Wenn hier drin jetzt ein Kampf gegen Mutti startet. Hoi, hoi, hoi. Hier ist nicht viel Platz, aber hier sind noch keine Leichen, die sie wiederbeleben kann. Wahrscheinlich dann draußen. Wenn wir rauskommen auf der Straße, werden wir gegen Mutti kämpfen müssen. Na gut, Riss öffnen. Sie sind doch tot. Ich habe die Leichenfotos gemacht. Ja, und sie waren kompletter Pfusch. Man erwartet nicht, dass ein Foto der eigenen Leiche so vollkommen leblos wirkt. Ein Voxophon. Das ist doch Irrsinn. Welchen Beweis hast du, dass Mr. Fink den Lutesses etwas antun würde? Sie haben es mir selbst gesagt. Die Lutesses? Wann? Gestern. Gestern Morgen. Rupert, sie sind seit 7 Tagen tot. Das ist auch sehr mysteriös hier. Dass die zwei Geschwister da... Ah, jetzt ist Musik an. Habe ich sie eben ausgemacht. Hoppsa. Dass hier Schwester und Bruder Lutes quasi auch schon tot sind. Wo ist die Mutti? Wo müssen wir denn jetzt lang? Kehre zum Tor von Comstock House zurück. Wir müssen nicht gegen Mutti kämpfen. Das kommt mir sehr mysteriös vor. Das ist nur eine Deckung da unten. Vielleicht müssen wir auch erst vor Comstocks Haus gegen Mutti kämpfen. Oder sie hat keinen Bock mehr gegen uns zu kämpfen, weil sie ihn nur auf die Fresse kriegt. Das kann natürlich auch sein. Da drüben sind die Fußspuren. Und jeder, der die Wahrheit kannte, wäre besser gleich mitgestorben. Ich bin gar nicht seine Tochter. Ich bin nur ein Testsubjekt, das man untersucht. Nein, bist du nicht. Elizabeth, hör mir zu. Was du durchgemacht hast, das hat niemand auf der Welt verdient. Booker. Wir kommen hier weg, verstehst du? Und dann musst du nie wieder zurückschauen. Okay, da sind gerade Leichen umgefallen. Entweder ein Bug oder aber Mutti kommt gleich. Und rastet hier noch ein wenig aus. Was ich mir sehr gut vorstellen könnte. Okay, was sollen wir tun? Kehre zum Comstock-Tor zurück. Da sind wir ja aktuell. Und ich habe Angst. So, okay. Los, Magnum Schadensboost Nummer 3. Schade.
Wäre auf jeden Fall cool gewesen. Mit 6000% höherem Schaden. Okay, ich hole mir da nochmal Magnum-Munition. Falls hier jetzt gleich ein Fight losgeht. Geld haben wir ja definitiv genug. Und dann müssen wir jetzt wirklich nicht mehr gegen... Fest. Ich will eigentlich nur auf Mutti schießen. Wow. Weil dann die Geister eh verschwinden. Oh, dieses Geräusch von Mutti, ne? Ist auch schon hart. Wo ist sie denn da hinten? Mach den Moskito an, bitte. Oh ja, gib her. Super nice. Und geh bitte aus dem Granatenhagel raus. Wie sie in Deckung geht, die Geisterschlampe. Okay. Aber wir kriegen das hin. Das ist gar kein Problem. Es dauert halt nur noch einen Moment. Ja, komm. Ich will eigentlich meine Munition nicht für die Dings verschwenden. Wo ist sie da? Jetzt haben wir es. Ich komme, Mutti. Also, das ist ja eigentlich nicht meine Mutti, aber... Ich komme. Oder muss jetzt Lizzie was machen? Comstock benutzte mich, um dich zurückzuholen, aber ich holte eine Version, die meinem eigenen Bild von dir entsprungen war. Junge! Brainfuck des Übergrauens! Ich habe eigentlich keine Ahnung, was hier alles gerade passiert. Jedenfalls habe ich es schon mittlerweile. Raff ist nicht mehr so wirklich. Aber egal, wir gehen dann mal weiter. Wir müssen jetzt nämlich zu Comstock gehen. Und dann rasieren wir ihn erstmal seinen Wanzenbart ab und hauen ihm nochmal auf die Schnute, wenn wir schon dabei sind. Betritt Comstock Haus. Comstocks Haus, oder? Naja, ist auch egal. Wir betreten es mal und verlassen eben diesen Bereich. Blut in den Straßen. Boah. Haben uns ganz schön lange jetzt in diesem Viertel aufgehalten. Gut, wir haben zweimal quasi einen Rundlauf gemacht. Einmal zum Entdecken und einmal zum... Ach, wir müssen jetzt hier nochmal durch. Aber naja, gut. Was wird uns auf dem Weg zu Comstock noch erwarten? Brücke zu Comstocks Haus. Oje, oje. Ein Hebel. Ich werde den Hebel ziehen. Das. Oh, nee. Nein, bitte jetzt nicht. Nein, nicht rote Augen. Mach grüne Augen. Na, super.
Sie uns die Kleine und tilgen Sie die Schuld. Was? Ach, wir sind wieder in unserem Büro am Start. Öffnen wir mal die Tür. Da waren wir bisher noch nicht. Müssen wir jetzt gegen den Songbird kämpfen? Junge, war das knapp. Hätte doch auch durchs Dach rausfliegen können. Nein, er muss nur mal die Wand einschlagen. Ich muss sie einholen. Genau. Und wie? Alter, sind wir hoch. Ich glaube, das ist nicht... Das ist nicht mein Ausgang. Wo geht's denn hier raus, ey? Soll ich jetzt wirklich hier runterspringen, oder was? Au! Na super, dann mal ab ins Blitzlichtgewitter oder was? Dass es schneit. What? Vorne ist ein Riss. Salze, schon mal sehr gut. Scheiße. Ja, ohne Lizzie können wir natürlich mit den Rissen nichts anfangen. Elizabeth. Ist das... Was zum Teufel? Manche träumen vom Mammon. Manche träumen von Liebe. Mein Vater träumte von einer Flut aus Feuer. Man schenkte uns Eden. Wir machten einen Sodom daraus. Warum sollten wir gerettet werden? Der Herr gab Noah einen Fisch in Form einer Flut. Mir machte er es nicht so leicht. Er sprach, Prophetin, bilde mir eine Nation von Fischern aus. Sind wir jetzt in einer anderen Dimension durch irgendeinen Riss? Oder so? Und sie ist jetzt hier die Herrscherin? An der Seite von ihrem Vater? Boah, ich weiß es nicht genau. Ich beende mal hier den Part. Wir sehen uns im nächsten, Freunde. Also bis dahin. Ciao, ciao.